Damn. Yeah. Hallöchen, mich hat mal wieder ein Päckchen erreicht und zwar von True Night. Und zwar haben wir hier diesmal die TI3. Die ist im Prinzip, also liegt schon eine Weile hier, deswegen kann ich dazu schon ein bisschen was sagen. Im Prinzip ist das genau die gleiche wie die TIHI. Das war diese kleine silberne hier, ne? Das ist im Prinzip dieselbe, die ist aber klein und schwarz. Aber der hauptsächliche Unterschied liegt in den LEDs, und zwar haben wir hier in der schwarzen hier, in der TI3, haben wir eine Cree XP G2R5 und in der silbernen, in dieser hier, haben wir eine Cree XP LHI LED. Unterschied sieht man so eigentlich ganz gut, finde ich. Die ist halt kleiner, aber leistungsstärker. Von der Lichtausbeute sind die gleich, muss man sagen. Die sind echt gleich, wie ich ja schon bei dem Review von ihr hier, von der Silbernen gesagt hatte, sind die Taschenlampen vollkommen ausreichend für den normalen Hausgebrauch. Und man sieht den Unterschied eigentlich nicht wirklich. Ich mache mal schnell hier das Licht aus. Die sind identisch von der Lichtausbeute, aber die schwarze hält mit dieser LED ein bisschen länger, und zwar genau 4 Stunden länger als die silberne. Das ist eigentlich so der gravierendste Unterschied. Preislich sind die auch komplett gleich, machen also keinerlei Unterschied. Farbtechnisch, ja, kann man machen, schwarz, muss man aber nicht. Also ich finde sie, genau wie die andere, ist eine gute Taschenlampe. Ich habe die zum Beispiel so an den Haken, das ist übrigens wieder alles dabei, der Clip hier und dieser Haken. Ich habe die so hier an ein Brett und wenn dann jemand die braucht, kann er die wegnehmen. Und dafür ist die perfekt, finde ich, weil sie schön kompakt ist, schön klein. Und ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn euch mehr Infos dafür interessieren, schaut einfach das Video von der TIH. Da erfahrt ihr alles. Das soll es soweit eigentlich schon gewesen sein. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.